Hat hier Steiner, ich rufe Sie von der Handelsplattform Elite Solutions. Ja. Ist es? Nein, ich meine zum Beispiel, ich persönlich mache keine Abbuchungen. Sie sollen das machen, nicht ich. Ja, sollen wir das machen, ja? Bestätigen Sie das, ja? Ja, na klar. Eine Sekunde. Hallo? Ja. Herr Steiner, ja? Wer ist denn da jetzt dran? Wie alt sind Sie denn, sagen Sie mir? Na, der Herr Steiner. Und wer sind Sie? Herr Steiner, Sie sind aber sehr großer Arschloch, ja? Hallo meine Lieben, da bin ich wieder. Heute habe ich euch ein Abzockervideo mitgebracht, wo ich nach 45 Minuten Gespräch dann irgendwann auffliege und mich eine andere Person im Callcenter wiedererkennt. Viel Spaß mit diesem neuen Anruf. Hallo. Ja. Schönen guten Tag, spreche ich mit Herrn Steiner. Mein Parker ist am Apparat, Herr Steiner. Ich rufe Sie von der Handelsplattform Elite Solutions. Ja. Sie sind bei uns angemeldet, ja? Herr Steiner, ich bin Ihre Kontoberaterin und ich werde Ihnen gerne beim Kontoaktivation helfen. Wie meinen Sie das jetzt mit dem Aktivieren? Ich habe mich ja da angemeldet. Ist das jetzt nicht aktiv, das Konto? Habe ich da was falsch gemacht? Also haben Sie schon die erste Investition schon gemacht? Nee, bis jetzt habe ich da noch nichts eingezahlt, nee. Ja, das meine ich. Also die erste Investition sollen Sie tätigen, wenn Sie möchten, Ihr Handelskonto aktiviert werden. Ach so, das muss ich jetzt machen. Ja, wenn Sie Möglichkeit haben, an der Computer zu sitzen, oder das können Sie natürlich mit dem Handy auch machen. Ja, geht ja schon wieder unfassbar seriös los. Ich frage die Dame, ach so, das soll ich jetzt machen? Und sie antwortet einfach mit ja, anstatt mit, das ist ihre Entscheidung, ob sie das wollen oder nicht. Naja. Ja, am Computer bin ich gerade. Okay. Haben Sie Möglichkeit, das mit dem Computer zu machen, oder? Na, wie gesagt, am Computer bin ich ja gerade. Okay. Dann gehen Sie bitte auf unsere Webseite oder soll ich das per E-Mail schicken? Haben Sie den Link von unserer Webseite? Habe ich jetzt nicht im Kopf, aber Sie können mir den ja schnell buchstabieren. Das geht bei mir schneller als mit E-Mail. Okay, dann schreiben Sie bitte Elite Solutions. Ja, wie schreibt man das? Also einfach so. Elite Solutions. Elite Solutions. Also zweimal. Okay, warten Sie bitte kurz. Ja. Ja, ihr merkt schon, das Niveau ist heute wieder ganz besonders hoch in diesem Call. Also da kommt jetzt hier nichts, wenn ich das eingebe. Okay, also schreiben Sie bitte. Trade, T wie Theodor, R wie Richard. Moment, also T und dann ein R, ja? Und dann? Okay, also schreiben Sie bitte einfach E wie Emil. Na, also jetzt T, R und dann E oder was? Nein, löschen Sie bitte das. Achso, dann mache ich das wieder weg, ja? Und dann? Ja, schreiben Sie bitte E wie Emil. Ja. Dann kommt L wie Ludwig. Ja. Dann kommt I wie Ida. Ja. Dann kommt T wie Theodor. Sie meinen T wie Theodor Fall. Genau. Ja. Dann kommt S wie Siegfried. Ja. O wie Otto. L wie Ludwig. U wie Uta. Dann kommt wieder T wie Theodor. Also T wie Theodor Fall. Genau. Dann kommt I wie Ida. Ja. Dann kommt wieder O wie Otto. Ja. Dann kommt N wie Nordpol. Hab ich, ja. Dann kommt S wie Siegfried. Dann kommt Punkt. Also ein P? Punkt. Ach so, bloß den Punkt, ja? Ja,
Genau, dann kommt C wie Cäsar. Ja. O wie Otto. Hm. C-O. Ja. Ja, gucken Sie bitte. Ach so, da... Und sagen Sie mir bitte was. Tja, da hat sie sich wohl fast selbst verraten am Anfang des Buchstabierens. Sie wollte mir irgendwas mit Trade jetzt durchbuchstabieren. Ich vermute mal, dass dieses Callcenter wohl mehrere Abzocker-Webseiten bedient und der Mitarbeiter dann jedes Mal beim Call aufpassen muss, für welchen Scam-Anruf jetzt er hier eigentlich gerade anruft. Naja, ansonsten, falls sich einer fragt, was T wie Theodor Fall ist, schaut einfach mal auf dem YouTube-Kanal Blöder King vorbei. Dort findet ihr noch jede Menge weitere Videos mit, ja, Scam-Anrufen. So, jetzt habe ich hier so eine weiße Seite mit einem goldenen Zeiger und so, ja, gold-silberne Schrift und da steht Invest dran und ja, genau. Hm? Ja, am rechten Seite sehen Sie irgendwo die Taste Login. Falls jemand von euch das Video mit Kopfhörern hört und sich wundert, was da im Hintergrund knackt, das scheint aus der gegenseitigen Leitung zu kommen. Ich konnte das Ganze nicht rausfiltern, weil sonst das Gespräch nicht mehr zu hören wäre. Ja, stammt aber scheinbar aus der Leitung vom Betrüger. Ja, habe ich. Hm? Ja, drucken Sie bitte darauf. Ja. Und jetzt sollen Sie Ihre E-Mail-Adresse schreiben und unter sollen Sie Passwort schreiben. Ich gebe Ihnen die einmalige Passwort. Ja, warten Sie, dann muss ich mal gucken, wie meine E-Mail-Adresse genau war. Das kann ich mir immer nicht merken. So. Und dann, das Passwort? Ja, die einmalige Passwort ist von 1 bis 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja. Und dann einloggen, ja? Genau. Jetzt bekommen Sie die neue Taste. Da sollen Sie die neue Passwort schreiben. Also Ihre eigene Passwort. Da ist jetzt, wenn ich auf Login drücke, dann kommt da so eine rote Fehlermeldung. Da steht Invalid Credentials. Okay, was bekommen Sie? Also sagen Sie mir bitte noch einmal. Na, wenn ich jetzt hier die, also ich habe jetzt hier auf der Startseite auf Login gedrückt und dann habe ich hier so ein weißes Fenster bekommen, wo Login drüber steht. Und in dem weißen Fenster sind zwei Streifen, wo man was eintragen kann. Darunter steht dann Login und darunter steht dann vor Gott Passwort, Fragezeichen. Und da habe ich jetzt meine E-Mail-Adresse eingegeben und das Passwort, was Sie mir gerade gesagt haben, also die 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, hier ist meine. Warten Sie bitte einen und Moment. Da habe ich dann noch, ich dachte, ich soll Ihnen das erklären, was ich gemacht habe. Mensch, die nette Dame hat ja gar keine Geduld. Okay, warten Sie bitte kurz. Ja. Und dann werden wir das noch einmal probieren, ja? Ja. Irgendwie, wie gesagt, hier kommt ja dann so eine Fehlermeldung und da geht's dann nicht weiter. Also ich kann mich da irgendwie nicht einloggen bei Ihnen auf der Seite. Vielleicht habe ich auch irgendwo was falsch geschrieben, weiß ich nicht. Ja, nein, warten Sie bitte kurz. Ja, ich kann warten. Also ich bin ja gerade am Computer und habe Zeit. Ja, okay. Also hier scheine, dann werden wir das noch einmal probieren, ja? Ja. Also zuerst schreiben Sie bitte noch einmal Ihre E-Mail-Adresse. Dann die habe ich ja da drin jetzt, die E-Mail-Adresse. Ja, und unterschreiben Sie bitte die einmalige Passwort von 1 bis 8. Also nicht die Zahlen, sondern von 1 bis 8. Nein, also Zahlen. Ja, habe ich ja... 1, 2, 3, ja. Ja, die habe ich ja da drin, die Zahlen. Oder müssen die zweimal nacheinander stehen? Ja, da sollen Sie die also neue Passwort schreiben. Ja, also dann mache ich das nochmal dazu. So, jetzt habe ich zweimal von 1 bis 8 drin. Und dann nochmal Login? Ja. Okay. Ja, aber da habe ich die gleiche Meldung. Also immer noch Invalid Credentials. Hallo? Ist da noch jemand? Ja. Ja.
Haben Sie Ihre E-Mail-Adresse richtig geschrieben? Ja, na, was haben Sie denn da bei sich stehen? Welche E-Mail-Adresse? Ist das mit, also Ihre E-Mail-Adresse haben Sie mit Minus oder mit Punkt geschrieben? Die habe ich mit Punkt geschrieben. Okay, also Ihre aktuelle E-Mail-Adresse ist gerold-steiner@mdcc.de. Ach so, dann war das ein Bindestrich. Ja, dann muss ich das da. So, und das Passwort? Die einmalige Passwort ist von 1 bis 8. Also nur einmal, nicht zweimal. Weil gerade haben Sie ja gesagt zweimal. Da hatte ich ja gefragt und dann haben Sie gesagt ja. Nein, also als Passwort sollen Sie von 1 bis 8. Okay, dann tippe ich jetzt also hier nochmal. 1, 2, 3. Ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, und dann gehe ich nochmal auf Login. So, und jetzt habe ich hier so eine weiße Seite und jetzt kommt hier so eine, so eine bunte Seite mit, wo ich, glaube ich, ein neues Passwort eingeben soll. Genau, schreiben Sie bitte ein neues Passwort. Ja, warten Sie, dann schreibe ich da schnell was rein. So, habe ich jetzt drin und dann gehe ich jetzt da auf Send und jetzt steht Passwort, was, successfully, irgendwas. Ist alles hier auf Ausländisch, kann ich gar nicht lesen, den Kram. Kann man das ja irgendwie auch auf eine vernünftige Sprache einstellen? Hallo? Die Infos haben Sie auf deutsche Sprache oder auf Englisch haben Sie es? Ja, auf jeden Fall kann ich es nicht lesen. Okay, Herr Steiner, die neue Passwort haben Sie zweimal geschrieben oder nur einmal? Na, ich bin ja jetzt hier schon drin in dem komischen Ding. Also hier ist so eine komische dunkle Seite, da blinkt überall was. Ist, also überall so ein Blink-Shishi hier. Aber das ist alles in einer Sprache, die ich nicht kapiere. Weil, muss ja lesen können, was da ist. Okay, also was sehen Sie gerade? Sehen Sie zum Beispiel Diagrammen oder irgendwo eine grüne Taste? Wo Deposit steht, also sehen Sie? Na, so ein Ding mit lauter Zipfel dran und das blinkt hier überall rot und grün und ist halt so eine dunkle Seite und da oben steht mein Name, dann ist da noch so ein Mond und eine grüne Taste und dann gibt's da auch rote Tasten und... Ja, sehen Sie irgendwo eine grüne Taste, wo Deposit steht? So eine Taste habe ich da, ja. Ja, drücken Sie auf Deposit. Ja, und dann... Und dann, was sehen Sie bitte, sagen Sie mir? Jetzt ist ja immer noch alles auf eine ausländische Sprache. Auf welche Sprache? Weiß ich nicht, also auf irgendeine Sprache, die verstehe ich nicht, nee. Ich hätte das ja hier gerne mal auf Deutsch. Was muss ich denn da machen? Oder habt ihr das hier nicht auf Deutsch? Doch, also Sie haben die Möglichkeit, das alles auf Deutsch bekommen. Ja, wo muss sehen ich Ihnen das Sie machen? Irgendwo die Flagge, womit Sie die Sprache ändern können. Nee, sowas sehe ich hier nicht. Eine Flagge ist auf der Seite nicht. Ich habe da jetzt so einen blauen Knopf und einen grünen Knopf und daneben ist da so ein Zahnrädchen und eine Tür und eine Sprechblase. Okay. Hier steht, also sagen Sie mir bitte, welche Zahlungsmethode haben Sie? Also welche Kreditkarte? Haben Sie eine Visa oder Masterkarte oder sollen Sie es also ganz normal eine Banküberweisung machen? Na, können wir das jetzt hier vielleicht erstmal auf Deutsch stellen? Tja, was soll man dazu noch sagen? Ich will den ganzen Krempel auf Deutsch umgestellt haben und das Einzige, was Sie interessiert, ist die Kohle, wie sie da möglichst schnell rankommt. Das Problem ist, sie weiß aber hier tatsächlich scheinbar selber nicht mal, wie man die Webseite auf Deutsch umstellen kann. Da scheint es bei ihr wohl irgendwo ein bisschen an was zu fehlen. Oder sind Sie damit überfordert? Also ich frage Ihnen, welche Kreditkarte benutzen Sie? Ja, aber ich habe doch zuerst eine Frage gestellt. Das ist doch unhöflich. Ich habe doch eine Frage gestellt. Kriege ich da jetzt auch eine Antwort drauf oder schaffen Sie das nicht? Ja, was ist Ihre Frage? Ja, ob wir den Krempel hier auf Deutsch stellen können, weil ich kann von dem ganzen Bums hier nichts lesen. Okay, warten Sie bitte ganz kurz. Brauchen wir wieder irgendwen Intelligentes am Telefon jetzt?
Tja, und ich habe es tatsächlich schon richtig vorhergesagt. Wir brauchen jetzt jemanden Intelligentem am Telefon. Und tatsächlich, die Tante holt mir jemanden, der wenigstens, 2% IQ mehr hat. Also ich habe Sie jetzt hier schon über 12 Minuten in der Leitung und habe noch nichts kapiert. Hallo, schönen guten Tag, Herr Steiner. Anna Riemann ist am Apparat. Sie wurden gerade bei mir weitergeleitet, ja? Ach so, ja? Ja, Herr Steiner, was kann ich für Sie tun? Also wie kann ich weiter dabei helfen? Sagen Sie mir, wie weit sind Sie gekommen, bitte? Na, ich bin jetzt hier bei Ihnen auf der Webseite und da sollte ich irgendwo auf so einen grünen Knopf drücken, aber irgendwie... Sagen Sie mir, ganz oben auf dem Panel steht unser Logo und Ihre Name, Nachname. Das sehen Sie bestimmt, ja? Ja, unten Mond mit Sterne. Okay, eine Sekunde bitte. Diese Sterne brauchen wir nicht. Sagen Sie mir einfach, sehen Sie Eigenkapital, Gewinnsparnis, soweit steht es drauf, oder? Nee, das wollte ich ja machen, aber die Tante gerade eben hat das irgendwie nicht kapiert. Die war zu doof, mir das auf Deutsch zu stellen. Ja, können wir einfach auf Deutsch umstellen. Schauen Sie bitte, das ist auf Englisch. Und wie Sie sehen, dort ein Deposit, grüne Tasse, richtig? Ganz ja, da sollte ich ja gleich draufdrücken, ja. Okay, nein, Sie brauchen nicht hier zu drücken, nein. Neben Deposit steht bitte Settings. Sehen Sie sowas? Ja, das habe ich da, ja. Okay, klicken Sie bitte drauf. Ja, mache ich. Und dann? Dann bekommen Sie, scrollen Sie ganz runter, steht Sprache, Language, Languages. Languages. Richtig, ja. Das ist Englisch, das bedeutet Sprache. Also drücken Sie dort und Sie bekommen dann deutsche Sprache. Wählen Sie das. Ah ja, da ist was mit Deutsch, ja. Jetzt habe ich den ganzen Bums hier auch auf Deutsch. Okay, wunderbar. Also Sie haben jetzt diese Seite auf deutsche Sprache. Jetzt, Herr Steiner, was Sie machen sollen hier? Ehrlich gesagt, Sie brauchen nicht alles zu wissen. Warum? Wenn Sie zum Beispiel bloß irgendwelche Produkte auswählen und handeln Sie selbstständig, das ist schon ein Fehler, Herr Steiner. Okay, also ich brauche nicht zu wissen, wie der ganze Schrott da funktioniert. Und ich soll da lieber selber die Finger fallen lassen, weil bestimmt ist das ganze Ding ein Demokonto und was nur sauber funktioniert, wenn ich da schön meine Wix-Griffe von weglasse und irgendwelche Stümper und Pfuscher aus deren Callcenter da dran lasse. Sonst würde ich wahrscheinlich meinen Profit selbst nach unten regulieren, wenn ich da halt selbst irgendwo auf den Markt einsteige. Denn auch ein Demokonto kann ja Spielgeld verlieren. Ne? Also dann schön die Finger davon lassen, damit die mich dann halt auch sauber betrügen können. Genau. Sie verstehen, ja, wir tragen sehr große Verantwortung. Und wir möchten nicht, dass Sie selbstständig handeln, weil kann sein, dass Sie im Minus gehen, Herr Steiner. Deswegen, ja, also hier steht verkaufen, kaufen, sowas, also in Rot und in Grün, ja. Also hier sollen Sie bitte niemals klicken, ja, weil kann sein, dass Sie im Minus gehen. Natürlich, Sie werden nicht ganze Summe verlieren, aber bloß verlieren Sie 10 Euro oder 20. Naja, stimmt so auch nicht. Wenn ich die ganze Summe einsetze und nicht nur 10 oder 20 Euro, dann ist halt auch die ganze Kohle weg. Ne? Also man kann ja da selber eintragen, mit wie viel Euro man da einsteigen möchte in diesen Trade. Und letztendlich, 5 Euro ist glaube ich so das Minimum, was man kann. Und wenn ich da aber 250 Euro auf eine Karte setze, ist die Kohle ja auch mit einmal weg. Wie wir aber natürlich wissen, ist das ganze Ding hier nichts anderes als ein gefaktes Demokonto, wo man nur so tut, als würde man mit Geld handeln. Hier wird nichts anderes aufgeladen als Demo-Spielgeld und die echte Kohle ist einfach weg. Bei denen dann. Na, und ich denke hier die ganze Zeit, ich handle hier schön oder die handeln hier schön für mich. Die Summen gehen nach oben. Ja, und dann wird man sich irgendwas einfallen lassen, warum ich jetzt hier mit höheren Summen später nochmal einsteigen soll. Da wird man mich dann einfach nochmal anrufen. Na, ich bin jetzt hier auf einer Seite, da steht jetzt Einzahlung drüber. Ja, ich habe jetzt was ganz anderes gesagt erstmal. Einzahlung, ich weiß, das ist Einzahlung, das ist zum Beispiel, wo Sie Konto womit Sie Ihre Konto aktiv machen, ja. Das brauchen erstmal wir nicht, weil erstmal sollen Sie
erstmal sollen Sie wichtige Infos haben, ja? Mhm. Und es ist Gebühren, über Gebühren sind Sie, wissen Sie eigentlich, ja, wie viel zahlen Sie als Gebühren bei uns, oder wissen Sie nicht? Nö, keine Ahnung, das hat die auch noch nicht gesagt. 3,5, Herr Steiner, das ist Auszahlungsgebühren und das zahlen Sie nur dann, wenn Sie Ihre Gewinne auszahlen möchten. Also 3,5 Euro oder wie? Ja, 3,5%. Also das ist unsere Rendite. Sie verstehen, ja? Also wir arbeiten auch nicht umsonst. Das ist Ihre Rente? Das ist unsere Rendite. Ach, Rendite, ich habe verstanden, Ihre Rente. Ja, so, das ist unsere Rendite, das ist unser Gehalt, unser Einkommen, Herr Steiner, ja? Mhm. Und wenn der Krypto-Expert hier jeden Tag für Sie handelt, also ich denke, ja, Sie sagen nicht, das ist zu viel, oder? Nö, geht schon. Nein, das ist eigentlich, sage ich Ihnen ganz direkt, ja, das ist 18 Euro, nicht mehr. Aber als Gewinn kriegen Sie mit diesen 250 Euro, also ich sage 250, weil das ist Satzbetrag, ja. Mhm. Und mit diesen 250, also wie gesagt, Sie gewinnen auf jeden Fall zwischen 350 und 400. Genau von diesem gewonnenen Betrag bekommen wir diese 3,5%, das ist 18 Euro, nicht mehr. Ah ja, okay. Und das ist einzige Gebühren, aber andere Gewinne, selbstverständlich, Ihre investierten Betrag hört völlig Ihnen. Bei Auszahlungen sind Sie nicht beschränkt, Sie können das immer machen. Jetzt zeige ich auch gerne, wie machen Sie die Auszahlung. Möchten Sie das wissen, oder? Na klar, ja. Ja, das muss hier einfach jedem klar sein. Hier wird zwar jetzt schön fleißig erzählt, wie man hier die Kohle wieder rausbekommt. Und sie meint ja auch, man wäre da nicht limitiert in der Auszahlung, bla bla. Das wird aber einfach nicht passieren. Man wird sich da Gründe ausdenken, wenn man da Geld eingezahlt hat, warum das gerade nicht geht. Entweder muss man da noch mehr Geld aufladen oder man hat plötzlich alles verloren. Und das ist einfach nichts anderes als Augenwischerei, damit ihr da schön eure Kohle einzahlt. Weil wirkt ja erstmal ganz toll, wenn man euch hier zuerst von der Auszahlung erzählt, statt von der Einzahlung. Naja, und so beginnt halt eben der Betrug so richtig. Warten wir mal ab. Also, neben Deposit, Einzahlung, gibt es Einstellungen. Ich habe Ihnen das gezeigt damals. Ja, klicken Sie beim Einstellungen wieder. Ja, habe ich gemacht, ja. Okay, was scrollen Sie und sagen Sie bitte, was sehen Sie dort? Profil, History, sowas sehen Sie? Ja, genau. Und dann steht da Rücknahme und dann steht Savings Account. Ja. Rücknahme. Klicken Sie bitte drauf. Ja. Okay, genau das ist also die Auszahlung, was Sie wissen wollten. Also hier tragen Sie Ihren gewünschten Betrag. Soll ich den jetzt reinschreiben? Na jetzt, das ist Unsinn, weil Sie besitzen sowieso keinen Cent auf Ihrem Balance. So. Wenn Sie schon 250 investieren und plus haben Sie schon 400 gewonnen oder 350, und dann möchten Sie schon Auszahlung tätigen, so machen Sie das, ja. Dort geben Sie Ihren gewünschten Betrag ein, wie viel Sie auszahlen möchten. Zum Beispiel, vielleicht möchten Sie einen Teil vom Gewinn auszahlen, aber mit Restbetrag möchten Sie weiter handeln, ja. Also ich zeige einfach, wie Sie das machen. Hier sollen Sie das einfach eingeben, Ihren gewünschten Betrag. Dann runter steht Bank, Kreditkarte, Wallet. Sie sollen eine davon wählen, womit Sie auszahlen möchten. Dann hier steht zum Beispiel Bankname, Kontoname, wenn Sie mit Bank das machen möchten, ja. Und dann bekommen eine Anfrage sendet. So, dann wird das bearbeitet und maximal in 3 Arbeitstagen bekommen Sie das Geld zurück. Ja. Wir sagen immer maximale Frist, ja, damit der Kunde keine Sorge bekommt, ja, weil kann sein, dass Sie zum Beispiel diesen Betrag am zweiten Tag nicht auf Ihrem Kreditkarte haben. Und damit Sie keine Sorge bekommen, also wir sagen 3 Arbeitstage. Aber natürlich, also das ist maximale Frist. Und inzwischen, Sie bekommen auf jeden Fall auf Ihre Kreditkarte, Herr Steiner. Mhm.
Tja, und genau aus diesem Grund kann man diese Callcenter eben auch telefonisch nicht erreichen, also nicht zurückrufen. Oder dass man auf den, ja, die Rufnummern auf den Webseiten, dass die auch gar nicht erst funktionieren oder man landet nur auf einer Art Anrufbeantworter, dass gerade alle Mitarbeiter zu tun hätten, bla bla. Ja, das dient einfach nur dazu, dass wenn ihr abgezockt wurdet, dass ihr die einfach nicht erreichen könnt, weil dann würdet ihr das Callcenter terrorisieren, bis ihr eure Kohle habt. Und genau das wollen die eben nicht. Außerdem kann man über die Telefonnummer ja, wenn sie echt wäre, mit der sie eben anrufen, könnte man dann ja rausfinden, zu wem der Anschluss gehört. Das würde auch länderübergreifend funktionieren, auch wenn es eben sehr lange dauern würde. Aber genau deswegen wird der Absendername dieser Rufnummer einfach verfälscht. Das heißt, ich tausche die Zahlen aus, ja, und dann gehört die Rufnummer niemandem mehr oder im schlimmsten Fall irgendeiner Privatperson, die dafür überhaupt nichts kann. Ich meine, da würde man dann auch nicht weiter ermitteln, das ist alles klar. Aber unterm Strich, man kann sie nicht erreichen und auch eben nicht auffinden. Und das ist das Problem an der ganzen Geschichte. Man steckt hier sein Geld in eine Firma, die wirklich absolut ungreifbar ist. So, das ist eigentlich die Sache. Wenn Sie zum Beispiel wissen möchten, womit hat Ihre persönliche Experte gehandelt, das können Sie so beprüfen. Hier auf der linken Seite, Sie sehen, ja, dort gibt es Handel, mein Profil, offener Handel, geschlossener Handel. Ja, und dann ausstehende Bestellungen und Live-TV und Nachrichten Gewinner, genau. Und dann so ein komisches Zeichen, Verlierer, Favoriten, Alarme und Aktivitäten. Ja, das brauchen Sie nicht. Ja, das brauchen Sie. Ich meine, geschlossener Handel. Wenn Sie draufklicken, dort bekommen Sie alle diese Produkte, womit der Experte für Sie gehandelt hat. Genau, sie ist eine Kontoberaterin. Und ich denke mal, eine Kontoberaterin müsste mir auch sagen können, wozu die ganzen anderen Knöpfe genau da sind. Auf dieser Seite sind wieder unfassbar viele Funktionen. Die sieht auch wirklich sehr echt aus und scheint auch zu funktionieren. Allerdings funktionieren, ja, in der Demo-Variante. Das sagt man hier nur einfach nicht. Es gibt ja bei seriösen Plattformen auch die Möglichkeit, dass man mit Spielgeld das Ganze ausprobieren kann. Dann bekommt man da meistens so 10.000 Euro oder so zum Start als virtuelles Spielgeld und damit kann ich dann an der echten Börse handeln. Das Geld wird nicht tatsächlich eingesetzt, aber es wird immer für einen persönlich ja das so angezeigt, als würde man da mit investieren und da Gewinne machen. Ne? Also am System einfach vorbei, über ein Demokonto eben, was dann auch funktioniert wie ein echtes. Und dieses Konto hier hat tatsächlich auch wirklich Fernsehstreams mit dabei. Hier zum Beispiel von Welt.tv haben sie einfach den YouTube-Stream da reinkopiert. Ja, und so weiter. Das sieht dann tatsächlich so aus, als wenn wir hier auf einer Börsenplattform. Nachrichten sind ja sehr wichtig für die Börse und eben auch die ganzen verschiedenen Unterseiten, wo man dann seine Position speichert und ganz viel eintragen kann. Es ist schon sehr, sehr professionell gemacht. Ja, aber man merkt ja hier schon, sie als Kontoberaterin oder Accountmanagerin oder wie auch immer sich die Betrügerin nennen mag, hat da gar keine Lust drauf, mir das alles zu erklären, weil darum geht es nicht. Es geht letztendlich nur darum, dass ihr da euer Geld einzahlt und ihr dann getäuscht werdet. Mehr ist die ganze Sache nicht. Ja, jede seriöse Firma würde sich dann hier, wenn sie schon anrufen, dann auch die Zeit nehmen und euch erklären, wozu die Knöpfe sind und vor allem auch auf eure Fragen eingehen. Aber das ist ja hier gerade der Unterschied. Man geht nie auf eure Fragen ein. Und wenn man Antworten bekommt, dann sind es meistens so Wischiwaschi-Antworten, die überhaupt nichts mit dem Thema zu tun haben oder ganz schnell wieder in Richtung Einzahlung umlenken. Mehr ist das ja einfach nicht. Da steht ja nichts drin auf der Seite. Momentan nicht, weil wir haben doch nicht gehandelt. Ach so. Aber wenn, sobald das Konto aktiv ist, schon am zweiten Tag wird der Expert handeln und jeden Tag, ihre Aufgabe ist das, genau. Sie sollen auf jeden Tag auf ihre Plattform gehen, ihre Balance schauen, das ist einziges, was sie machen. Anderes macht der Expert. Auf ihrem Balance muss jeden Tag ganz verschiedene Gewinne sein. Ja, aber ist denn mein Konto noch gar nicht aktiv, weil ich bin ja eingeloggt? Nein. Nein, Sie sind eingeloggt, aber das bedeutet nicht, dass Sie ein aktives Konto haben. Wenn Sie eine Investition tätigen, ja, eine Investition mit 250, das nennen wir einen Testbetrag auch, ja, weil das ist nicht so viel, ja, das ist Kleinbetrag. Damit machen Sie maximal bis 400 Euro als Gewinn.
Und das können Sie gerne mal erstmal testen, 2 Wochen lang oder einen Monat. Aber dann treffen Sie eine Entscheidung. Möchten Sie weitermachen, machen wir weiter. Genau, und das, was Sie hier mit diesem Testen anspricht, 2 Wochen oder einen Monat, das wird dann einfach hier nur das Schauspiel sein, in dem irgendjemand mein Demokonto hier bedienen wird und hier, ja, fake-positive Trades einsetzen wird, dass mein Geld nach oben geht. Wenn ich dann mich entscheide, dass ich damit aufhören möchte, dann wird vielleicht ganz plötzlich auf einmal das ganze Geld runtergehen, weil ja irgendwas an der Börse angeblich passiert ist. Ja, oder man versucht einfach das Ganze so in die Richtung zu biegen, dass ich noch irgendwie Geld auflade. Vielleicht nochmal ein 500er oder ein 1000er. Ja, je nachdem, was man da eben so von sich locker machen lässt. Die werden euch da nicht die Kohle auszahlen. Die werden euch ausschlachten wie eine Weihnachtsgans. Und mehr passiert da eben einfach nicht. Und das ist eben auch das Gefährliche. Die probieren hier die Leute wirklich am Ball zu halten, dem Anschein nach. Und man testet die ganze Sache hier 14 Tage oder einen Monat und dann sieht es erstmal so aus, oh ja, da verdiene ich ganz viel Geld. Zur Auszahlung wird es hier in diesem Fall und auch in vielen anderen Fällen bei den Betrugsplattformen niemals kommen. Denn bei einer normalen, seriösen Börsentrading-Plattform, da ruft euch auch nicht ständig jemand an, weil letztendlich die Provisionen, die da bekommen, die unterhalten die Plattform und das Unternehmen macht Gewinn, aber da sind keine hunderte Mitarbeiter, die Tausende und Zehntausende Kunden irgendwie beschäftigen. Möchten Sie also nicht mehr machen, dann, Sie wissen schon, machen Sie die Auszahlung, tragen Sie also Betrag ein, wie viel Sie dort haben, weil in 2 Wochen Sie haben auf jeden Fall bestimmt als Gewinn, ja, bis 200, nicht mehr, ja, in 2 Wochen. Aber glauben Sie mir, also wir geben Ihnen keinen Grund dafür, damit Sie zum Beispiel so schnell die Auszahlung tätigen. Wirklich nicht, weil warum sollen Sie auszahlen, wenn Sie sehen, jeden Tag profitieren Sie etwas, ja. Also eines Tages zum Beispiel gewinnen, also tägliche Profite, das ist zwischen 8-12% der Steine. Ja, und hier werden selbst die Betrüger langsam vorsichtig und machen gar nicht mehr solche riesengroßen Gewinnversprechen von 30%, 40%, 50%, 80%, sondern tasten sich da auch vorsichtig ran, weil, tja, wer gierig wird, man weiß ja, was damit passiert. Und genau da setzen die Betrüger mittlerweile an, dass man eben nicht mehr so hohe Gewinnversprechen macht, weil das Ganze wirkt halt einfach seriöser, ist aber trotzdem mehr, als ihr von der Bank ganz normal bekommen würdet. Ja, und da fallen eben ganz viele dann darauf rein. Außerdem finde ich, dass hier schon ziemlich extrem darauf vorbereitet wird, dass das Ganze hier auch weitergeht, weil man erzählt ja auch immer wieder davon, das wird ja keinen Sinn machen, da Geld auszuzahlen, wenn man da so viel verdient und so weiter. Das wird euch dazu vielleicht verleiten, da tatsächlich nochmal Kohle reinzustecken. Ich meine, jeder normal denkende Mensch sagt sich, ich zahle dann erstmal aus, was ich gewonnen habe und spiele dann nur mit dem weiter, was ich halt eben über habe, was ich gewonnen habe, also mit dem reinen Gewinn dann nachher weiterspielen, dann habe ich ja nichts verloren. Ja, der Gedanke ist soweit erstmal richtig, nur dahin muss man erstmal kommen und das wird hier bei diesen Plattformen niemals der echte Fall sein. Man wird das vielleicht vorgaukeln. Ja, aber in Wirklichkeit, wann passiert das schon? Also manchmal gewinnen sie 10 Euro, manchmal 20, manchmal 5 Euro nicht mehr. Aber wie gesagt, ja manchmal 30 auch, aber Ende des Monats, ja, auf jeden Fall soll auf ihrem Balance bis 600 Euro sein. Davon 250 ist ihre Investition. Mhm. Andere sind Gewinne, Herr Steiner. Und genau von diesem Gewinne bekommen wir unsere Zinsen, 3,5. Ja. Hier haben wir in der Tat sogar eine Betrügerin, die rechnen kann, also wirklich nicht übertreibt. Und auch das mit den 600 Euro ist hier erstmal schlüssig. Das heißt, ich würde im Durchschnitt am Tag 11,66 Euro Gewinn machen. Ja, das ist schon gefährlich. Also das hier wird nicht übertrieben, sonst erzählt man ja, man verdient, was weiß ich, 20 Euro am Tag, aber ihr habt am Ende des Monats dann 10.000 Euro Gewinn, das passt ja dann irgendwo nicht zusammen. Aber hier werden tatsächlich Versprechungen gemacht, die theoretisch so, vielleicht nicht ganz, aber fast möglich sein könnten. Und erstmal logisch sind. Also ich sag mal, 11,66 Euro am Tag ist jetzt nicht so viel, aber ist schon deutlich mehr Gewinn, als man bei den meisten Banken rausholen wird.
Ja, und das klingt erstmal von der rein logischen Rechnung her nicht mal ganz so betrügerisch. Ist es aber. Und dass wir hier bei einem Betrüger-Callcenter sind, den Beweis bekommen wir noch kurz vor Ende des ganzen Gesprächs. Ja, andere Gewinne selbstverständlich mit Ihrem investierten Betrag gehört völlig Ihnen. Okay. So ist es. Das ist eigentlich die ganze Sache. Wie gesagt, also wir können ganz einfach und ganz fleißig, glauben Sie mir, schon starten damit, ja, also der Expert. Schon ab morgen wird wir, also heute ein aktives Konto haben. Ab morgen wird der Krypto-Expert für Sie handeln und schon morgen können Sie Ergebnisse schauen. Okay. Ja, Herr Steiner. Jetzt sagen Sie mir bitte, was machen wir? Na, was wollen wir denn machen? Ja, wir brauchen einfach Investitionen, damit wir richtig handeln können. Wir, ja. Weil auf Ihrem Balance momentan steht 0 Euro. Ja. Sobald wir das Konto aktivieren, sofort, in ein paar Sekunden, wird auf Ihrem Balance 250 Euro stehen. Aber morgen nicht mehr. Morgen wird schon entweder ja 270, 80, weiß ich nicht. Ah, okay. Immer unterschiedlich. Ja, manchmal zum Beispiel kann es sein, eines Tages also gewinnen Sie nur auch 5 Euro, aber das ist nicht schlimm. Wichtig ist, dass jeden Tag gehandelt wird und jeden Tag also wird dort irgendwelche Gewinne kommen. Und weniger als ich eingezahlt habe, kann das nicht werden. Bitte? Und weniger als ich eingezahlt habe, kann das nicht werden. Natürlich, wenn Sie nicht einzahlen, also dann in diesem Fall, also wie gesagt, wir sind ganz ernsthafte Unternehmen. Wir brauchen Geld, der Kunde braucht Geld. Wir helfen Ihnen dafür, aber wenn Sie zum Beispiel Sie das besichtigen als ein Demospiel, ja? Also, jetzt ja, gibt es auch Demokonto. Die Frage war ja eine andere. Die Frage war ja, wenn ich da 250 Euro einzahle, dann kriege ich ja auf jeden Fall mehr raus. Also, das wird nicht weniger Geld. Selbstverständlich, selbstverständlich. Schauen Sie bitte. Genau, das ist eine absolute Falschaussage. Es kann natürlich weniger Geld werden, auch bei einem seriösen Unternehmen. Die Börse ist hochspekulativ und Trading sowieso. Sie verspricht mir hier, dass wenn ich 250 Euro einzahle, dass es 100% so sein wird, dass ich mein Geld nicht verliere. Und das kann nicht sein, das existiert auf der Börse nicht. Man kann natürlich sein ganzes Geld verlieren. Die Chancen stehen 50-50. Und in den meisten Fällen ist das Geld doch weg, auch bei 50-50. Da könnte man fast sagen, tja, 50-50 ist ja 50-50, aber da kommen noch Gebühren runter. Also ganz 50-50 stimmt hier sogar nicht mal. Obwohl man immer nur auf fallende oder steigende Kurse setzen kann. Ja, aber wenn man zweimal auf einen fallenden Kurs gesetzt hat, mit 50 Euro zum Beispiel, sind schon mal 100 Euro weg. Das muss man erstmal wieder reinholen. Und davon gehen ja dann auch noch Gebühren weg jedes Mal. Wenn Sie 250 einzahlen, ja, nehmen wir so, also in einer Woche profitieren Sie bis 100 Euro, also zwischen 80 und 100. Natürlich, bei Auszahlungen sind Sie nicht beschränkt, aber glauben Sie mir, es lohnt sich einfach nicht, 80 Euro sofort auszuzahlen, ja, es lohnt sich nicht. Weil jeder Kunde weiß, gibt's, je mehr Geld auf Ihrem Balance, desto größer ist Gewinn. Hier spielt jede Cent große Rolle. Natürlich können Sie zum Beispiel nach einer Woche auszahlen, nach zwei Wochen, wie viel Sie möchten, ja. Aber wenn Sie alles auszahlen, automatisch wird Konto geschlossen, Herr Steiner. Ja. Weil dort gibt's kein Cent mehr und der Experte ist nicht mehr in der Lage, weiter zu handeln. Ja, das ist richtig. Wenn nichts mehr drauf ist, dann geht nichts mehr. Denn, natürlich. Kann man ja bestimmt dann auch immer wieder was einzahlen da noch. Natürlich, so macht jeder Kunde das eigentlich, ja. Also im Rentner zum Beispiel, ehrlich gesagt, die Rentner machen keine weitere Einzahlung, weil ja, sie sind immer zufrieden mit diesem 350 oder 400 monatlich, ja. Aber es gibt sehr viele Kunden, die zum Beispiel ja von Anfang an zufrieden waren mit 300 und 400,
aber dann sagen, das ist kein Geld für mich, ich möchte noch mehr und noch mehr haben. Mhm. Aber ja, diese Personen wissen auch, ja, es hängt immer von der Investition ab. Ja, so ist es wohl. Das ist ziemlich gefährlich, es hängt von der Investition ab, wie viel man da dann letztendlich auch gewinnt. Bei einer seriösen Plattform. Bei dieser wissen wir, da wird nichts mehr rauskommen. Aber das ist eben auch die Gefahr. Wenn man als Mensch sieht, mein Kontostand wächst und steigt und wird immer mehr, ja, dann habe ich da natürlich auch Interesse dran, das Ganze nochmal weiter zu vermehren. Der Mensch ist nun mal gierig und nach Geld sowieso. Da gibt es keine Ausreden und eigentlich auch keine Ausnahmen. Klar kann man zufrieden sein mit dem, was man hat, aber wenn man mehr haben kann, dann sagt man nicht nein oder selten. Ja, und das ist hier ganz oft sicherlich auch der Fall. Wenn man da eingezahlt hat und man sieht, das beschleunigt sich, dann wird man vielleicht einfach auch dazu überredet, mehr Geld nochmal nachzulegen, weil dann kann man ja noch viel mehr nachher abheben. Das wäre jetzt falsch, die 250 Euro daraus zu nehmen. Wir wissen alle, das ist nur ein Demokonto. Da passiert nicht wirklich was. Das Einzige, was da eben passiert, sind nur, dass sich die Zahlen verändern. Und die kann man manipulieren. Ja, und wenn man sieht, oh, das steigt und steigt und vielleicht sogar noch höher als das, was man euch versprochen hat, tja, dann ist vielleicht die Gefahr sehr hoch, dass man da eben nochmal einen Tausender nachschiebt. Und dann haben sie das, was sie wollen. Ja. Alles ist möglich. Wie viel haben Sie da eingezahlt? Bitte? Und wie viel haben Sie da selbst schon eingezahlt? Mit wie viel haben Sie da angefangen? Ich persönlich, meinen Sie? Ja, natürlich. Also ich, ja natürlich, immer mit 250, weil weniger gibt's nicht. Aber momentan handle ich mit 7000, Entschuldigung. Ach so, okay. Und wie viel Gewinn gab's da schon? Immer unterschiedlich, aber jetzt, also ich werde das nicht konkret sagen und natürlich jemand, der Ihnen das fragt, soll Sie auch nicht sagen, ja. Das ist ganz diskret, aber ich bin wirklich, also ziemlich zufrieden. Okay. Ja, dann könnte man ja eigentlich auch seinen Job kündigen und dann da nur noch einzahlen. Ja, in der Tat. Dann könnte ich da meinen Job kündigen und nur noch mein Geld da reinstecken und das da vermehren lassen. Ich meine, wozu sitze ich dann noch am Telefon und muss den Leuten was erzählen? War übrigens ein Vorschlag von euch aus den Kommentaren. Herr Steiner, ja? Also sagen Sie mir bitte ganz ehrlich, ja, diese Sache, sind Sie interessiert eigentlich mit dieser ganzen Sache? Möchten Sie handeln? Ja, na klar, hört sich ja gut an, wenn ich denn meinen Job kündigen kann und dann nicht mehr arbeiten brauche, ist doch cool. Die Frage, die sie mir hier gestellt hat, ob ich hier wirklich dabei bleiben möchte, die hat sicherlich was damit zu tun, weil ich mit meinen ganzen Fragen bestimmt schon so ein kleines bisschen nervig werde. Und naja, und auf intelligente Kunden in dem Sinne hat man da scheinbar keine Lust. Deswegen wird hier die Frage nochmal gestellt, ob ich das dann überhaupt so will. Ja, dann, ich bin bereit dafür, Ihr Konto zu aktivieren. Wenn Sie möchten, das machen wir zusammen. Ja, na klar, dann machen wir das. Ja, und womit möchten Sie das, also Ihr Konto aktivieren? Welche Kreditkarte besitzen Sie? Kreditkarte? Oh, warten Sie mal, da muss ich mal gucken, ob das eine Kreditkarte ist, was ich hier habe. Wie sieht denn sowas aus? Also wir haben direkte Verträge mit Visa, Mastercard. Also Amex nehmen wir nicht. Ja, hier eine Visa-Karte habe ich hier. Soll ich Ihnen die Nummer sagen? Eine Sekunde bitte, erstmal nicht. Eine Sekunde bitte. Ja, Herr Steiner, okay, also ich wissen Sie, was ich mache? Wenn Sie möchten natürlich, ja. Also, ich mache nur Anfrage. Ich kann nichts weiteres machen. Ich mache nur Anfrage bei Ihrer Bank. Ja. Dann, Sie bekommen ein SMS oder per E-Mail oder in Ihrem Online-Applikation eine Bestätigung von Ihrem Bank. Ja. Mit Tarnnummer. Mhm. Wenn Sie das bestätigen von Ihrer Seite per SMS oder im Online-Applikation, ich sage Ihnen, wo bekommen Sie das eigentlich?
Wenn Sie das bestätigen, nur in diesem Fall wird das Geld abgebucht und kommt sofort auf Ihren Balance. Mhm. Aber ohne Ihre Bestätigung, ohne Ihre Genehmigung passiert nichts. Mhm. Also Sie, weil ich mache nur Anfrage, aber Sie sind Kontoinhaber, Sie haben Handy, Sie bekommen auf Ihrem Handy diese Tarnnummer und genau diese Tarnnummer ist wichtig. Wenn Sie das akzeptieren, nur in diesem Fall kommt das Geld bei uns. Ja. Wenn Sie nicht akzeptieren, tut mir leid, aber ich kann gar nichts weiter. Ja, also kommt da denn so eine SMS gleich? Entweder, ich sage Ihnen, ich weiß es nicht, jeder Kunde bekommt entweder einige zum Beispiel per SMS, einige bekommen in Online-App, Applikation ist das, die Kunden auf ihrem Smartphone haben, mhm. oder einige bekommen das in per E-Mail. Ach so, ich sage Ihnen, wo bekommen Sie das? Ich weiß es erstmal nicht. Die Bank sagt mir und ich sage Ihnen Bescheid, wo Sie das haben. Ja, okay. Ist es okay für Sie? Ja, na wenn klar. Nicht, bitte, dann sagen Sie bitte, weil ehrlich gesagt, also dann tut mir leid, aber ich kann nichts weiteres machen. Hä? Wie meinen Sie das? Ist es? Nein, ich meine zum Beispiel, ich persönlich mache keine Abbuchungen. Sie sollen das machen, nicht ich. Hm. Ich vermute mal, sie wird hier an der Stelle auf jeden Fall schon wissen, dass an der ganzen Geschichte irgendwas faul ist. Was genau das Ganze verraten hat, weiß ich nicht. Vielleicht weiß sie es schon von Anfang an, weil der Name Gerold Steiner schon mittlerweile bekannt ist. Aber dadurch, dass man vielleicht sich noch nicht so ganz so sicher war, weil es gibt ja auch viele Menschen, die ähnlich oder gleich heißen, hat man es erstmal durchgezogen. Ich glaube, das wird hier in diesem Anruf ungefähr so gewesen sein. Ja, wir warten mal ab. Es wird auf jeden Fall noch ein bisschen spannender. Ja, sollen wir das machen, ja? Bestätigen Sie das, ja? Ja, na klar. Ja, okay. Dann eine Sekunde, bitte. Also, auf Ihre Kredit, das ist Visa, sagen Sie. Das ist eine Visa-Karte, ja. Hm? Wie steht Ihre Name und Nachname drauf, bitte? Na so, wie ich heiße, steht es da drauf. Bei mir steht Gerold Steiner, aber wie steht es auf Ihrer Kreditkarte? Alle Buchstaben sind groß oder nur die erste Buchstaben sind groß und andere klein? Na nur der erste ist groß, aber das spielt ja, glaube ich, eigentlich keine Rolle. Doch, das spielt. Das spielt sehr große Rolle, ach so. Weil Abbuchung läuft nicht. Naja, das ist hier wieder nur eine Halbwahrheit. Wie sie darauf kommt und sich das Leben selbst schwer macht, weiß ich nicht. Vom Prinzip her könnt ihr beim Feld Name tatsächlich eigentlich alles reinschreiben. Wird grundsätzlich nicht gern gesehen von der Bank, aber Überweisungen und meiner Meinung nach auch bei Kreditkarten, wenn man dort den Namen eintragen muss, dann kann ich da auf Fritz Popelmann reinschreiben, das wird gar nicht geprüft. Geprüft wird eigentlich nur die Nummer und die CVV, das Datum bei einer Kreditkarte. Bei einer normalen Banküberweisung ist es lediglich die IBAN, vielleicht noch die Big Swift-Nummer. Ja, aber der Name, der ist da eigentlich strunzenegal. Das weiß ich auch aus eigener Erfahrung, dadurch, dass ich viele Jahre selbst selbstständig war und ja, die Kunden mit der Firmierung manchmal meinen Namen genommen haben, manchmal haben sie die Firma einfach reingeschrieben und das andere war nichts als ein ganz normales, stinknormales Konto bei der Bank. Und da kann man oben alles eintragen. Man sieht das dann zwar, wie es überwiesen wurde, aber das ist vom Prinzip komplett Wurst. Das Geld kommt ja trotzdem an, weil die restlichen Nummern alle stimmen. Und nur die restlichen Nummern werden vom System überprüft. Der Name hingegen nicht, weil da können tatsächlich viele Rechtschreibfehler entstehen. Wie gesagt, in Prüfungsfällen würde das vielleicht zu einem Problem führen können, glaube ich aber auch weniger. Ihr könnt mich hier gerne in den Kommentaren aufklären, falls ihr da andere Erfahrungen gemacht habt oder das Ganze sogar tatsächlich besser wisst, weil ihr in dem Beruf arbeitet. Ja, wie gesagt, das sind hier persönliche Erfahrungen und da hatte ich noch nie ein Problem damit, wenn ich beim Namen irgendwas anderes reingeschrieben habe. Also ich meine, wenn ich mal einen Strafzettel oder sowas gekriegt habe, dann habe ich da auch nicht statt Sparkasse reingeschrieben, sondern auch Abzocker oder irgendwas, wenn das Ticket tatsächlich echt böse war und es halt einfach nicht ging, dass ich da so stehen musste, wie ich stand mit dem Auto. Ja, dann hat man sich da auch mal ein paar kleine
naja, grenzwertige, aber immerhin noch nicht beleidigende Worte benutzt, um die da reinzuschreiben. Naja, aber es kam halt immer an und gab noch nie ein Problem damit. Nein, aber bei einigen Kunden steht alle Buchstaben groß. Und wenn wir zum Beispiel die Anfrage mit kleinen Buchstaben machen, passt das nicht. Mhm, okay. Deswegen, also Sie müssen mir richtig sagen, Gerold Steiner, erste Buchstabe groß oder alle Buchstaben groß? Nee, nur der erste. Nur die erste Buchstabe groß. Okay, eine Sekunde. So ein Blödsinn. Okay, ja, jetzt bitte, bis wann ist die Karte gültig, Herr Steiner? Hier steht, Gültigkeit, Verfallsdatum, da steht 01/20/24. 01/200? Nee, da steht 01, dann so ein Schrägstrich, und dann steht da 2024. Okay, also das ist gültig bis Januar 2024, meinen Sie? Ja, genau. Okay. Ist es so, ja? Ja, ja, so. 01? Okay. Herr Steiner, jetzt bitte ganz langsam, weil ich soll bei Ihrer Bank keine Fehler machen. Buchstabieren Sie diese lange Nummer ganz langsam, ja? Ach, Sie meinen die 16-stellige Nummer? Ja, 16-stellige, genau, richtig. Ja, dann haben wir da die 4. Habe ich. Ja, dann haben wir die 8. Habe ich. Dann haben wir noch eine 8. Habe ich. Dann eine 5. 5 meinen Sie? Ja. Okay, habe ich. Ja, dann haben wir eine 8. Ja. Dann eine 9. Ja. Noch eine 9. Habe ich. Dann eine 3. Habe ich. Eine 7. Habe ich. Eine 6. Habe ich. Noch eine 6. Ja. Dann eine 2. Habe ich. Das ist eine 1. 1. Dann haben wir eine 7. Ja. Und noch eine 7. Ja, habe ich. Und eine 4. Ja, wissen Sie was, Herr Steiner? Also, ich muss aber bitte fragen. Kann sein, dass Sie so viele Mühe ausgeben und ich auch, aber Ihre Karte plötzlich ist nicht für Online-Transaktionen freigeschaltet. Wie meinen Sie das jetzt? Sage ich gerne. Also, haben Sie irgendwann mit dieser Karte Online-Transaktion gemacht? Online meine ich. Online-Transaktion. Nee, also die habe ich hier mal, da war mal so eine E-Mail, da habe ich die dann zugeschickt bekommen. Aha, okay, dann versuchen wir erstmal, ja? Ich hoffe, das klappt. Wenn nicht klappt, ja, mach nichts. Okay, jetzt schauen Sie bitte auf der Rückseite, steht CVV, diese drei Ziffern. Da ist eine 3 und eine 9 und eine 0. Ich wiederhole, das ist 3, 9, 0. Ja, genau. Wissen Sie was, Herr Steiner, trotzdem, ich bitte Sie, weil wenn ich einen Fehler mache, kann sein, die Bank wird die Transaktion fehlschlagen. Können Sie ganz noch einmal von Anfang an diese lange Nummer wiederholen? Also die Kartennummer dann nochmal. Ja, diese lange. Ja, das ist dann eine 4. Ja. Dann eine 8. Ja, habe ich. Dann noch eine 8. Oh, ja. Dann eine 5. Ja. Dann noch eine 8. Ja. Dann eine 9. Ja. Noch eine 9. Habe ich. Dann eine 3. Habe ich. Dann eine 7. Okay. Dann eine 6. Habe ich. Noch eine 6. Okay, 21774. Waren Sie, das war jetzt ein bisschen schnell. Wo waren wir jetzt? Okay. Ach so, da die Endziffern. 21774. Ja, genau. Wunderbar. Okay, das habe ich. Herr Steiner, jetzt brauche ich Ihre Postleitzahl, bitte. Ja, die Postleitzahl ist dann die 21.
habe ich? Die 1-2, andersrum, also 1-2 und dann die... Also von Anfang an, bitte. Von Anfang an, bitte. Also die Postleitzahl jetzt. Ja, genau. Ja, genau. Also die Postleitzahl ist die 1-2. Habe ich. Dann die 0. 0 meinen Sie, oder 9? Nee, 0. 0, okay. Ja, und dann die 5. Habe ich. Und noch eine 5. Habe ich, wunderbar. Jetzt bitte die Straße. Das ist die Braunschweiger Straße 77. Braunschweiger Straße 77. Ja, genau. Okay, Braunschweiger Straße. Die Stadt bitte? Das ist Berlin. Okay, Berlin. Jetzt, Ihre Geburtsdatum bitte. Das ist der 17.07.1992. Also, 17.07. 17. Juli, meinen Sie, und dann, Jahr? 1992. 92? Ja, genau. Okay. Sie sind so jung. Ja. Ja, okay. So, jetzt, Moment, was ich noch brauche. Momentan brauche ich gar nichts. Jetzt werde ich eine Anfrage machen. Bleiben Sie bitte ganz kurz auf der Linie. Und wenn die Bank diese Daten bearbeitet, Sie bekommen eine Mitteilung von Ihrer Bank. Ja. Ich sage Ihnen Bescheid. Bekommen Sie das? Per SMS, per E-Mail oder mit Ihrer Applikation? Alles klar. Also nicht auflegen, bleiben Sie bitte ganz kurz auf der Linie. Dankeschön. Und allerspätestens jetzt sollte man sich ganz schnell aus dem Staub machen und hier auflegen, weil ihr zahlt jetzt auf das Crypto-Wallet ein. Na, also sie hat es ja schon angekündigt, dass man jetzt was von CoinDeck bekommt. Und CoinDeck ist nichts anderes als ein Online-Portemonnaie eine Online-Tauschbörse viel besser für Kryptowährungen. Na, also die Wallet-Adresse ist euer Portemonnaie, das besitzt ihr selbst, das kann man auch als USB-Stick haben und so weiter. Ja, und diese Adresse, die man da hat, die sorgt dafür, dass ihr euer Geld auf diese Adresse überweist. Und dadurch, dass das alles alles kryptisch ist und eben alles nicht zurückverfolgbar, tauscht ihr verfolgbares Geld in nicht verfolgbares Geld. Und auf der Tauschbörse in Kryptowährung ist die Kohle dann weg. Das kann man vielleicht machen, wenn Amazon sowas irgendwann mal anbietet. Die werden euch nicht bescheißen, weil dafür ist deren Ruf zu sehr in Gefahr, dass da irgendwas nicht ankommt. Und da gibt es auch Mechanismen, wo man eben diese eine Transaktion auf ein nicht verfolgbares Konto eben auch zurückverfolgen kann, dass man gleich eine Quittung bekommt oder im Voraus eine Rechnung, wo drauf steht, hier überweist so und so viel Geld. Und wenn man dann Geld über irgendein Wallet bezahlt hat, dann passt das ja mit der Summe, die man eben da auf der Rechnung hatte. Das ist dann wieder noch eine andere Geschichte. Aber ihr habt hier keine Rechnung, ihr habt hier nichts. Also ihr habt hier überhaupt nichts außer E-Mails aus dem Ausland. Ihr habt nichts außer eine Webseite, die völlig schlecht übersetzt ist und nur als Demokonto hier funktioniert. Ne? Also da ist der Moment, wo man die Kohle dann komplett los ist. Aber das Gespräch nimmt hier gleich eine ganz neue Wendung. Tja. Wie schade, dass das mit der Abbuchung wohl gleich nicht funktioniert. Werden wir uns bestimmt nach dem ganzen Bums hier nochmal mit den Bankdaten durchbuchstabieren lassen. Ich glaube, eine E-Mail hat sie ja auch noch nicht geschickt. Ach ne, habe ich noch nicht mal aufgemacht hier heute. Ich bin übrigens gerade dabei, euer 500-Abonnenten-Special zu schneiden. Das ist eine Arbeit, sag ich euch. Da bin ich jetzt gerade bei 1 Stunde 14. Hat mich die vorherige Intelligenzbestie dabei unterbrochen. Tja. Mal gucken, wann sie wieder dran ist.
Praktische ist, man kann ja bei dem ganzen Wumms hier wirklich nebenbei noch einen Haushalt machen. Ja. Ich würde mir mal noch einen Kaffee holen. Sind Sie da, ja, Herr Steiner? Ja, ich bin da. Es dauert noch ein paar Sekunden, bitte. Es ist nicht so schnell eigentlich. Aber wir versuchen. Ich hoffe, das klappt. Ja, das klappt. Aber wie gesagt, also nur dann klappt das, wenn Sie das bestätigen. Also bis jetzt ist noch nirgendwo was gekommen. Noch nicht. Nee. Ja. Sie haben in Ihre E-Mail-Adresse vierstellige Nummer bekommen. Ach, per E-Mail habe ich was bekommen. Dann muss ich per E-Mail, genau. Dann muss ich mich da, checken Sie bitte. Ja, dann muss ich mich da mal anmelden, ja, da bei E-Mail. So. Ja. Wissen Sie was? Wenn Sie diese Nummer bekommen und wenn wir diese Nummer nicht sofort benutzen, also kann sein, also die Zeit ist, also wir sind in Zeit sehr beschränkt. Ja, okay. Dann wird diese Nummer nicht gültig sein und wir müssen noch andere Nummer sozusagen beantragen. Also machen wir das schnell wie möglich. Ja, solange wir nur in der Zeit beschränkt sind, geht das Ganze ja noch. Ja, will ich dann versuchen erneut, aber erstmal, ich hoffe, das klappt. Vierstellige Ziffern haben Sie dort. Ja, ich melde mich erstmal an hier bei dem E-Mail. Okay, okay. Stellen Sie mich auf Lautsprecher und machen Sie das leichter. Ja, es geht so. Okay. So, jetzt bin ich ja in dem E-Mail-Ding drin, ja? Ja, okay. Und ist da schon was gekommen? Weil ich seh noch nichts. Also. Öffnen Sie das bitte. Ja, ja, ich vier bin. Ja. Also in E-Mail bin ich jetzt drin, ja. Ja. Vierstellige Ziffern müssen Sie bekommen. Habe ich noch nicht bekommen. Ist noch nichts da. Moment, ist nichts da? Nee, von wem sollen denn die kommen, die vier Ziffern? Eine Sekunde, bitte. Dann warten wir wieder. Also, Gerold-Steiner@mdccfun.de. Dort checken Sie, ja, oder? Ja, genau, ja. Eine Sekunde. So, wie wir da angemeldet sind in der Seite. Das ist okay. Von Coinideck. Coinideck sollen Sie eine E-Mail bekommen. Ach, von Coindeck. Was ist das? Ja. Wo Sie also diese, sozusagen, diese, also Ziffern bekommen sollen, ja? Das ist Bank. Ach so, ich dachte, ich bekomme von meiner Bank da jetzt eine E-Mail. Ja, nein, das ist Verkehrte, Zwischenbank, ja? Ach so. Ja gut, dann warten wir da drauf. Ja, das ist Zahlungsanbieter, ja? Ein Zahlungsanbieter, also sowas wie PayPal. Ja, genau. Das ist Zahlungsanbieter. Nee, aber bis jetzt ist noch nichts gekommen hier von der, was Sie da gesagt haben. Haben Sie bekommen, ja? Nee, also ich habe jetzt von der Sparkasse, habe ich jetzt was bekommen. Mitteilung Ihrer Sparkasse, zeitnahe Änderung unserer Sicherheitsverfahren. Soll mich jetzt hier mal einloggen, steht da. Haben Sie vielleicht alternative E-Mail-Adresse auch oder nur diese? Nö, ich habe nur die E-Mail-Adresse. Reicht ja, nur wenn man diese die E-Mail-Adresse. Ja. Eine reicht ja. Was haben wir hier noch so? Risikoschutz. Also, Herr Steiner. Ja? Check, gibt's von Coinideck keine E-Mail? Nee, bis jetzt noch nicht, nein. Eine Sekunde. So, und ab jetzt könnte es seriöser nicht mehr laufen in so einem Callcenter. Die Tante gibt mich jetzt weiter an eine Mitarbeiterin, mit der ich wohl schon mal irgendwann in der Vergangenheit gesprochen habe. Hallo? Ja? Herr Steiner, ja? Wer ist denn da jetzt dran? Wie alt sind Sie denn, sagen Sie mir? Na, der Herr Steiner. Und wer sind Sie? Herr Steiner, Sie sind aber sehr große Arschloch, ja? Ach so, das ist aber sehr seriös so, da bei Ihnen. Ja, sind Sie da auch sehr seriös, ja? Hast du nichts zu tun? Naja doch, eure Zeit zu verschwenden. Genau, das machst du sehr gut. Ja, weiß ich, wir haben ja wieder eine Stunde voll.
Ja, du, einer Idiot, Arschloch, fick dich jetzt und raus. Ja, wir werden uns auf jeden Fall noch ein paar Mal hören. Ja, das werden wir bestimmt. Traurigerweise bin ich mir da ziemlich sicher, dass ich dieses Callcenter bestimmt nicht das letzte Mal an der Strippe hatte. Ich hoffe, euch hat dieses Video wieder gefallen. Wenn ja, dann zeigt's mir gerne mit einem Daumen nach oben. Wenn du keine weiteren Videos mehr verpassen willst, dann sprengt gern den Abo-Button. Ja, und hier findest du jetzt noch ein paar Playlisten und auch das letzte Video. Kannst du gern auch nochmal reinschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.